So, Ronny, was machen wir jetzt? Zweite Lage holen? Ja, richtig, Nachschub. Erster Stein ist jetzt fertig. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns den kleiner polybileren Zoas zuwidmen. Wir haben ja gesagt, wir machen zwei unterschiedliche Steine. Hier habe ich ein paar mehr mitgebracht. Wir werden auf jeden Fall mal die erste Lage holen. Was ich jetzt mache, das kann ich euch vielleicht noch als Trick verraten. Ich schaue mir vorher an, welche Zoas ich benutzen möchte und sortiere die so ein bisschen nach Farbe. Und dann habe ich mir hier einen Zettel geschrieben mit den Namen und genau in derselben Reihenfolge lege ich die jetzt auch hier drüben in diesen Behälter rein. Da haben wir jetzt quasi so einen Becher, weil wenn ich die jetzt anfasse und ein bisschen bewege, dann gehen die zu und dann kann man nicht mehr erkennen, welche Farbe das ist. Und da ihr ja hauptsächlich die schönen Farben der Zoas nur seht, wenn ihr die mit blauhaltigem Licht beleuchtet, unter so einer normalen Sonnenlichtlampe oder wie das der Marc jetzt hat da drüben im Studio, erkennt man die Farben nicht mehr so gut. Deswegen schreibe ich erst alles auf, wir sortieren sie da rein und dann haben wir sie farbmäßig richtig. Für die farbliche Zusammenstellung gibt es nachher noch einen Trick, den verrate ich aber noch in einem anderen Teil vom Video. Okay, also dann legen wir mal los. So, die Rasterplatte wird immer weniger. Wir nehmen alles mit. Hier habe ich jetzt quasi nur Handschuhe an, dass ich die Tiere anfasse. Hier müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr keinen Mundschutz tragt oder so. Das könnt ihr problemlos machen. Ja. Hier werden die Tiere ja nicht mechanisch verletzt, sondern ihr fasst die vorsichtig an. Und dann kann man die hier abheben. Auch jetzt haben wir hier noch einen kleinen Schlangenseestern. Komm mal her. So. Gut. So, jetzt sortieren wir die nach Namen. Das habe ich vorher aufgeschrieben hier rein. Und wenn die dann nachher zu sind, dann weiß ich auf jeden Fall, welche ich wo anfassen muss und trotzdem die richtige Zoa zu erwischen. So, jetzt kommen wir her hier, das Steinchen. Oh, das ist schon schön überwachsen. So. Tja, da haben wir die guten Stücke jetzt, genau wie wir sie aufgeschrieben haben, weil die gehen ja jetzt natürlich zu. Drüben am Tisch haben wir dann auch gleich ein anderes Licht. Da sehen wir natürlich auch nicht mehr, welche Farben das sind. Ja, und ich freue mich auch schon, dass wir das dann da teasern werden. Deine super Idee, die du hast, beziehungsweise wonach du dich richtest, fand ich eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Eigentlich plausibel, aber ich denke mal, da denkt wahrscheinlich kaum ein Mensch dran, ne? Ja, wollen wir mal gucken nachher, genau. So. Wow, sind die schön. Und dann nehmen wir noch die. Das ist nämlich die Komplementärfarbe. Ups, jetzt habe ich schon was gesagt. So. Okay, und dann nehmen wir hier vom Coral Master noch die schönen. Die sind auch echt schön. Top. Super erwachsen, ja. Ja, top, wunderbar. Ideale Voraussetzung, um damit richtig schön was zu machen. Schaut mal hier. Wenn man das umdreht. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ganz toll. So, den anderen nehmen wir auch gleich mit. Der gehört quasi zu derselben Sorte. Da können wir sogar noch mal einen richtig schön wie so einen Ast bekleben damit. Das machen wir auch. Das sieht schon toll gewachsen aus, auf jeden Fall. So, dann haben wir die erste Lage und dann gehen wir mal zu unserem Stein rüber, oder? Würde ich sagen. Ja, dann machen wir das mal. Kleben wir den nächsten Stein. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Zoanthos mit den kleinen Polypen. Das ist quasi die normale Größe, ungefähr 2-3 mm im Durchmesser, wenn sie geschlossen sind. Es gibt tatsächlich noch ein paar Mikrozoas, die sind aus dem Tiefwasser, also Tiefsee. Die sind auch sehr interessant, aber das ist halt die gängige Zoa, die quasi mit Hilfe des Co-Enzyms, das ist quasi dieses Gewebe, von dem wir gesprochen hatten, das Gestein überzieht und dann per Knospung neue Polypen einbettet in dieser Matte. Und wenn man das jetzt mal umdreht, sieht man hier einzelne Polypen, die nach unten gerutscht sind. Ja, die haben hier tatsächlich noch durch diese Matte, ich zeige das mal kurz hier, da haben wir mal was zum Zeigen hier. Der Marc muss mal hier so. Also, hier seht ihr, die Zoanthos sind aufgrund mit dieser Matte um den Stein herumgewachsen und versuchen jetzt durch Verlängerung der Körpersäule wieder um die Ecke zu wachsen hier
und ebenfalls an der Seite rauszukommen, um sich wieder zum Licht zu strecken. Ja? Das heißt, da die ja an der Unterseite des Steines sind, müssen die mit den anderen verbunden sein. Ja, das kann man jetzt quasi hier aufkleben. Und wenn man das jetzt hier aufteilen würde, ich möchte das ungern machen, weil ich die Tiere nicht so sehr stressen möchte, könnte man quasi sehen, dass sich unter diesem Stein hier komplett eine Matte, ein Geflecht sozusagen befindet, aus der all diese Zoanthus-Polypen wachsen und eingebettet sind. Ja, jetzt machen wir hier noch ein bisschen die Steinchen raus gleich und dann geht's schon los. Ja, alles, was zwischen den Polypen ist, wenn ihr das könnt, macht es weg. Ja. Manche Zoa-Arten betten sogar ein bisschen Sand in ihr Gewebe ein, um das ein bisschen so beim Wachstum zu unterstützen. Aber diese kleinen Zoas, die machen das nicht, sondern da könnt ihr tatsächlich zwischen dem Polypen echt alles rausmachen. Das stört die nur. Ja. Da setzt sich Dreck ab und so weiter. Das mögen die nicht. Und wenn die Kolonien immer größer werden und die verdrecken dann von Zeit zu Zeit, dann nehmen die euch das übel. Wenn ihr Pech habt, dann infizieren die sich mit einem Bakterium und können dann sogar daran degenerieren. Ja, also putzt die immer schön und seht zu, dass ihr die sauber habt. Das kommt auch dem zugute, dass ich vorhin gesagt habe, Zoas mögen mittlere bis starke Strömung. Einfach, damit sich nicht so viel Detritus dazwischen anlagert. Und wenn das schon nicht passiert, dann hat man den ganzen Dreck nicht zwischen den Kolonien. So, und dann machen wir jetzt dasselbe wie vorhin. Wir werden wieder die Steine ablösen. Hier sieht man dasselbe wie vorhin, dass die Polypen quasi aufgeklebt sind mit Sekundenklebergel. Wir lassen den Plug komplett weg. Hier, der ist hier voller Algen schon an der Seite. Das wollen wir nicht haben. Wir machen alles weg, was nicht zum Becken gehört. Wir werden nur diese Schicht mit dem Sekundenkleber nehmen und das nehmen wir, um das ins Riff zu kleben. So, also, dann legen wir jetzt los, kleben den durch. Technik ist genau dasselbe wie beim anderen Stein auch. Okay, mal schön gucken, dass die Hände trocken und sauber sind. So, zwei allein. Okay, die setzen wir da oben hin. Gucken wir uns das mal hier an. Das ist echt, wenn man jetzt so den Stein hat und die kleine Box sieht, was wir uns jetzt ausgewählt haben, wird der Stein schon echt voll, ne? Wenn ich drüben ins Becken geguckt habe, im Kallax, sah das eigentlich so wenig aus, ne? Als wenn es so wenig Tiere wären. Also klar, wir wollen es ja voll wachsen lassen. Ne? Also müssen wir auch den Tieren die Zeit geben. Ja, klar, es sah wenig aus, das stimmt. Härtet dann aus mit der Zeit, kann man sich so hinlegen. Okay. Den könnte man doch ideal. Der passt ja schon super da rein. Machen wir den doch einfach hier fest. Ja, ich habe ja schon extra vernünftige Steine ausgesucht. Das hast du gut gemacht. Das hast du echt gut gemacht, ja. Handpicked. Handpicked, ja. Ja, extra ausgewählt. Sehr gut. So, und dann haben wir als nächstes dann Frozen Nebula. Ach, das ist jetzt hier unten. White Star. Okay, dann machen wir die noch hier hin. So, wie viele haben wir noch in der Box? 1, 2, 3, 4 sind immer noch da. Oh mein Gott. Ja, das ist ja. Das wird ja doch schon ein volles Steinchen, ne? Gucken wir mal, ja. Ein bisschen Platz lassen wir noch, aber ich lasse mich auch überraschen. Ich bin wirklich auch
beeindruckt, wie viel das jetzt dann doch schon ist. Ja. Dann mache ich nochmal mit. Da gehe ich nochmal drauf. Immer her damit, ja, komm. Hier können wir doch mal schön unten drunter fahren, ganz leicht ansetzen. Ne? So, vorsichtig, dass ihr nicht zu doll drückt. Ihr wollt euch ja selbst, das war's schon, nicht verletzen. Das ist blau drunter. Das ist tatsächlich ein blauer Plug, ja, der wurde da mal so hergestellt. Ne? Das hat es jetzt ein bisschen angenommen hier, aber ja, ist ja eigentlich egal. Oben ist er halt total veralgt und das, am besten macht ihr das nicht in euer Becken rein. Wenn ihr das vermeiden könnt, macht's nicht. So, das ist die gegenteilige Farbe. Die machen wir jetzt tatsächlich hier hin. So. Mal gucken, dass das schön hält. Okay, jetzt kommt. Hier hat jemand schon, um was zu verschicken, tatsächlich ein Plug unter eine Disk geklebt. Also das, der Ableger war zunächst mal eine Disk gewesen und später zum Versenden wurde einfach ein Plug drunter geklebt. Da kann man einfach abmachen, seht ihr. Das war einfach nur für den Versand und ansonsten kann man nochmal benutzen, macht man sich nochmal einen Ableger daraus, wenn man möchte. Hier haben wir jetzt quasi so eine große Disk und die werden wir ein bisschen abschneiden, wenigstens was so übrig ist. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, hier ist eine kleine Euplika-Schnecke drin. Können wir mal rausnehmen, komm mal her, Fräulein. Das setzen wir auch nachher in unser Becken rein, Algenfresser sind immer gut. Ne? So. So, dann schneiden wir das kurz ein bisschen ab und dann können wir das verkleben. Das geht wie Butter durch diesen Plug hier. Geht ihr ruhig so nah wie möglich ran, dann habt ihr später nicht mehr so viel Überstand und alles, was nicht übersteht, sieht auch nicht mehr unnatürlich aus, sondern das wird dann von den Zoras sowieso überwachsen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Unordnung, das räumen wir nachher auf, kurz abspülen, abtrocknen und aufkleben. Ja? Viel mag. Kommt, am Ende kommt es als viel raus, ne? Ja, ist doch schön, wenn wir da viel haben. Mhm. Da ist das Becken wenigstens schon von Anfang an schön bunt. Ja, bunt ist es, genau. Da muss es nur noch. Muss es nur noch gut anwachsen. Ja, muss gut anwachsen. Alle müssen sich an die Beckenparameter gewöhnen. Ja, ich sag mal drüben in dem einen Kallax, die eine ist ja halt gut gewachsen. Wie gesagt, ist natürlich eine invasive, auch schnell wachsend halt. Ne? Mhm. Hier im SPS-Reef unten habe ich auch die 5 Polypen. Das sind ja mittlerweile auch schon 50 oder wie viel das sein mögen da. Ja, ja, ja. Und die ist ja auch relativ schnell gewachsen. Das ist ja auch gerade mal 6 Monate rum so ungefähr. Ja, manche Krustenanemonen haben echt Potenzial. Okay. Holen wir uns nochmal Nachschub, oder? Ja, sehr gerne. Okay. So, und jetzt nehmen wir noch die nächste Ladung. Achtung. Was hast du da für eine schöne? Punk Rockers. Okay. Und dann gibt es noch einen Tequila für die Punks. Dazu. Schöne Tequila. Und dann hätten wir hier noch eine Fruit Loop, auch was echt Tolles, schon ein schön gewachsener Stein. So, und dann haben wir nochmal hier etwas Passendes und eine Eagle Eye.
Die können wir uns, da müssen wir nochmal gucken, wo wir die hinmachen. So, und das ist schon mal hier drin. Ja, und dann haben wir noch etwas Gelbes hier. Tutti Frutti. Gelb ist immer gut. Gelb ist immer gut und noch eine schöne Raster haben wir auch noch. Die ist natürlich Multicolor und sieht fantastisch aus. So, okay. Rastermann. Rastermann, genau. Okay, die holen wir dann zum Schluss hier. Gut, gehen wir mal wieder rüber. Okay, die ist auch gut hier. Na, hast du da noch was gefunden? Ja, das ist. Müssen wir mal gucken, wie man das macht. Das machen wir dann zum Schluss. Ja, wir haben ja noch drei Steine. Da ist noch ein bisschen was zum Verkleben, genau. Also, weiter geht's. Das wird aber ein schöner Stein. Ein schön voller, vollgeklebter Stein. Tatsache, ne? Das ist mehr rausgekommen, wie ich anfänglich angenommen habe. Ja, ist dann halt doch erstmal ein bisschen mehr, als wir angenommen hatten, ne? Ja. Bin ich ja schon mal froh drum. Ach, wir haben auch hier noch die schöne karibische drin liegen drüben im SPS Reef, ne? Die kannst du noch dann daneben stellen. Einfach dir einen schönen Platz aussuchen für die. Jetzt ein kleiner Schwamm drin. Den bürste ich tatsächlich raus. Die haben echt auch das Potenzial, sich hier so stark dazwischen zu setzen. Das hast du ja bei deiner anderen drüben im Becken auch schon gesehen, ne? Dass die echt auch sowas ersticken können oder verdrängen können. Und dann mache ich jetzt ein bisschen raus hier, putzen wir mal weg. So, und dann schauen wir mal, dass wir den hier schön hier so reinbekommen, aber dann müssen wir unten wieder abschneiden. So, jetzt müssen wir den mal wieder ins Wasser machen, damit der uns nicht austrocknet hier, der Gute. So, der zweite Stein wird versenkt. Im Meer. Im Meer. Genau. Ja, der ist schon gut voll geworden, würde ich mal sagen. Ja, Tatsache, ja. Der ist doch eigentlich mehr reingekommen, als wir angenommen hatten, ne? Mhm, Gut. Ja, jetzt schauen wir uns noch die anderen drei kleinen an. So, und hier, da drüben, der geht schon wieder auf, seht ihr da? Da, die gehen auch, die oberen sogar schon auf. Ja, und jetzt haben wir hier noch, wie gesagt, 1, 2, 3 Stückchen haben wir hier auch noch. Ja, und die werden wir da jetzt auch noch reinbringen.